Ja, hallo, ich bin der Adrian Gurginger. Ich bin hier bei der Diagonale und stelle meinen neuen Film Märzengrund vor, in dem es um die Suche nach der Freiheit im Leben geht. Ich komme es vor, als wäre ich mein Leben lang in einem Tiefschlaf gewesen. Aber jetzt bin ich aufgewacht und erkenne die Schönheit der Welt. Ich komme! Also uns war es total wichtig bei dem Film, dass man diese Naturgewalt, diese optische Gewalt, die einfach die Berge hergeben, die Natur hergibt, dass wir das einfangen. Ich bleib da. Ich komm nicht mehr auf, ich nicht mehr. Dieses Projekt ist ja an mich herangetragen worden, also der Produzent von dem Film, der Michael Cencic, der hat mich gefragt, ob ich Interesse hätte, das mal zu lesen. Zuerst so hat es angefangen. Dann habe ich das Theaterstück gelesen von Felix Mitterer. War wahnsinnig berührt, das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Und ich habe dann eben versucht, diese Geschichte auch zu meiner zu machen. Und habe da einige Dinge drin gesehen, die ich auch von mir kenne. Also dieser Gedanken der Zivilisationsflucht, dass der so wie die SDS singt, irgendwann bleibe ich dann dort. So, das Hobby trage ich mit mir rum und das finde ich spannend. Und ich finde es auch spannend, dass er quasi das reichste Kind oder das einzige Kind von dem reichsten Bauern in Zillertal ist. Also eigentlich, wo man sagen würde, der hat die Lotterie gewonnen. So irgendwie besser geht's nicht. Und daran aber total zerbricht. Viel von der Welt war schon drinnen. So. Die Dialoge waren sehr ausgearbeitet schon von Felix Mitterer, der ja in dieser Welt aufgewachsen ist. Das ist das Tolle. Also der Felix Mitterer ist inzwischen, glaube ich, Mitte 70 und ist genau in dieser Welt aufgewachsen, kennt, weiß genau, was er macht. Ich habe viel recherchiert. Ich war wirklich bei den Zillertaler Stammtische dann dort da irgendwie am Sonntag nach der Kirche so, und habe mit den Leuten geredet. Und man kriegt ja schon ein Gefühl, so, wie das da abläuft. Und es ist extrem. Ich glaube, es ist deswegen auch extrem, weil es in diesen Tälern drin ist, weil es einfach keinen Ausweg gibt. So. Und also diese, also ja, wie viel Neid da ist und wie viel Fleiß auch. Es ist ja nicht nur alles negativ. Weißt du, so, wie viel die Leute arbeiten und reingeben, so, das ist schon erstaunlich. Und habe ich so funktioniert, habe ich in Salzburg am Land nicht so stark gesehen. Ja. Der Felix Mitterer ist ein wahnsinnig lässiger, bodenständiger Typ, der die Fähigkeit hat, das habe ich überhaupt noch nie gesehen. Wir haben mal so eine Wanderung gemacht, so, durch die Zillertaler Berge, und der schafft es, sich so gut auf sein Gegenüber einzustellen. Also wir waren bei einem Analphabeten Bergbauer, mit dem hat er auf Augenhöhe geredet, sodass der ihm sein Leben erzählt. Und dann kurz später waren wir beim Tourismuschef, so hochgebildet, so von Tirol-Salzburg, Doktor, und mit dem hat er auch auf Augenhöhe geredet. So, also der kann sich so gut einstellen und jeder erzählt ihm sein Leben. Das ist echt beeindruckend. Der Türöffner. Ja, wirklich. Eigentlich, Wahnsinn, ne? Ja.